Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer weiteren legendären Kampagnen-Episode mit den Mori hier in Shogun 2 Totoro. Hier sind wir noch auf dem Ergebnisbildschirm der letzten Belagerungsschlacht. Ich habe mir gar nicht in die Kills reingeguckt, fällt mir gerade ein. Ja, also da ist nichts Besonderes passiert. Hier sind ein paar Ashigaru, die ich gerade nochmal einen Rang aufgestiegen, aber. Also Erfahrungsrang aufgestiegen, aber ansonsten ist recht wenig passiert. Wir haben halt die Shimazu jetzt ziemlich erledigt. Ach, hier ist noch tatsächlich noch ein kleiner Teil abhanden gekommen, aber der dürfte jetzt auch vorbei sein. Wir könnten sogar plündern, das gäbe, das gibt sogar nochmal 8913, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber das ist mit der Unzufriedenheit nicht gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall friedlich besetzen. Genau. Großer Clan zerstört. Auch der mächtigste Clan bedeutet nichts, wenn er unserer Macht entgegensteht. Nämlich die Shimas. Perfekt. Sehr gut. Jetzt haben wir auch diese Provinz, die wirklich ein decent Income produzieren kann, nachdem sie dann sicherlich irgendwann noch ein Metzge bekommen. Also hier auf jeden Fall ein Metzge. Hier muss auch noch einer hin. Also hier müssen überall Metzge eigentlich. Die drei Provinzen auf jeden Fall, weil mit dem, da muss man auf jeden Fall noch die Besteuerung selbst auf normal noch höher kriegen. Hier musste ich sie jetzt leider rausnehmen. Wie viel kostet mich das eigentlich, wenn ich die hier rausnehme? So gute 900 Koku. Ja. Steht so. Hier ist sogar noch durch Besteuerung, mal sehen. Oh, hier krieg ich sogar noch mehr. Tsukushi ist noch ein bisschen wertvoller. Okay. Ja, die Shimas sind jetzt hier auf dem Bildschirm weg. Endlich. Gucken wir uns das mal an. Jetzt sind nur noch die Otomo zwischen Honshu und Kyushu und dann haben wir beide Teile offiziell für uns. Ja, jetzt, ist die Frage. Ne, die Frage ist eigentlich nicht. Rede ich? Was rede ich? Die Frage ist nicht. Nächste Runde greifen Otomo an. Und hier kann ich halt leider nicht die Einheiten mit rübernehmen. Vielleicht kann ich mit denen laufen. Ich komme nicht in Reinforcement Range. Hier ist halt blöd, wenn ich. Hier haben sie nämlich eine Feste, ja. Also Belagerungsschlacht fällt hier auf jeden Fall aus. Wobei wir hätten. Moment mal, zeig mal. 3, 6, 7. 10. 10 Bogenschützen hätte ich. Ist ganz schön. Ich habe ja auch ganz schön viel Muni. Ich hatte ja auch Himmel und Erde, habe ich ein bisschen mehr Munition jetzt. Aber ich glaube nicht, dass das reichen würde, um. Na gut, er hat auch viele Bogenschützen hier, das nervt. Es sind zwar nur 5, aber trotzdem nervt das hier. Die könnte er ja in seinem ganzen in seiner ganzen Feste verteilen. Er hat hier noch. Gut, okay, das wäre kein Ding. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn ich ihn belagere. Oder vielleicht habe ich ja so eine gute Chance. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Müssen wir eigentlich sehen, was kommt. Bin ich dafür, ganz klar. Jetzt kann ich ja sowieso nichts mehr machen. Also das Geld, was ich jetzt investiert habe, bleibt auch investiert. Ich habe die Runde immer noch nicht beendet vom letzten Mal. Ich denke auch nicht, dass ich jetzt noch was tun kann hier. Also selbst das Geld muss jetzt hier. Das ist sinnvoll investiert mit dem Kloster. Hier auch. Ich brauche das ja leider. Damit ich später dann ordentlich hier mein Geld noch bekomme. Auch wenn ich keine Handelsabkommen mehr habe, etc. pp. Ja, das sollte an für sich so okay sein. Ich überlege andauernd, ob ich noch irgendwas vergessen haben könnte, aber ich glaube nicht. Da müssten wir weitergehen. Die Otomo kann sein, dass jetzt ihr Handelsabkommen beenden, was sicherlich auch ein großer Schmerz wäre. 950 hier, Hatano, sehr schmerzvoll, wenn die jetzt das Bündnis beenden und damit vielleicht das Handelsabkommen. 2036 fielen dann weg. Ich habe ja einen sehr hohen Flottenunterhalt, der ist ja zum Teil sogar höher, wie man sehen kann, als mein 100 Einheitenunterhalt. Der ist jetzt sogar gleich geblieben, sehe ich gerade von Herbst auf Winter. Das ist ziemlich nervig mit dem Flottenunterhalt, aber es ist halt auch sehr nützlich, muss ich sagen. Zum einen für die Handelsposten, zum anderen zur Verteidigung auf der See. Wie gesagt, hier kommt ja auch noch einiges, das heißt, der Flottenunterhalt wird noch höher. Heißt, wir brauchen noch viel mehr Provinzen, wo wir mehr Steuern kriegen und wir brauchen sicherlich noch lange den Rückhalt von hier aus dem Osten. Und ich denke auch, die Imagawa werden wir definitiv wieder fragen, dass sie uns beitreten, weil das ist schlecht, wenn wir die nicht haben. Das war an für sich ein großer Fehler. Jetzt sind sie nämlich auch feindlich, sehe ich gerade. Oh, unfreundlich. Das hat sich jetzt natürlich wieder ein bisschen geändert. Oh, wow, wow. Das hat sich ja auch geändert.
Das ist halt immer ein Risiko, wenn man weiterhin Provinzen einnimmt. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wahnsinn, ey, das ist echt. Nicht, dass sie sich alle gegen mich auf einmal verbünden, das wäre schlecht. Die haben jetzt sogar eine schlechtere Beziehung zu mir als die Hatano. Naja, ich hoffe mal, dass das Bündnis trotzdem hält. Mein Pferd braucht Auslauf, also seht zu, dass ihr... Mal sehen, könnte ich den Hatano noch irgendwas bieten? Naja. Gut, mit denen konnte ich ja sowieso kein Bündnis eingehen. Ich hätte vielleicht vorher nochmal ein Bündnis versuchen können, hätte ich mit denen das Bündnis brechen müssen. Also am Ende muss ich sowieso gegen alle kämpfen, das ist mir schon klar. Spätestens bei der Reichsteilung, aber ich hätte jetzt gerne nochmal ein bisschen mehr Zeit gehabt. Es kann sein, dass die jetzt alle Krieg gegen mich machen, aber das ist natürlich schlecht. Insbesondere hier, weil ich es nicht genau weiß. Takeda, gut, die haben jetzt ja die großen Flotten. Hier zum Glück habe ich die größten Flotten relativ, würde ich mal behaupten. Otomo ist nervig, definitiv. Also da muss ich schnell vernichten. Also ich plane auf jeden Fall hier so eine Blitzkrieg-Geschichte, dass ich die schnell einnehme. Das ist auch recht nervig. Also ich glaube, da werde ich dann von da... Komme ich dann so weit hin? Ich weiß gar nicht. Ach, das ist recht blöd. Also hier kann ich versuchen... Sollte ich doch noch versuchen, ein paar Einheiten zu machen. Ein paar Einheiten baue ich hier doch. Ja, ich kann jetzt kein Geld mehr wirklich verschenken. Das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Auch wenn das hier vielleicht nicht schlecht für wäre. Ich kann eigentlich jetzt kein Geld mehr verschenken. Mehr geht nicht. Da muss ich einen Hahn zudrehen. Hier könnte ich versuchen, ein Friedensabkommen zu machen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht entspannt das dann das hier. Das könnte ich machen. Wobei, dann hätten wir ja noch weniger Interessen mit den Hojo. Gemeinsamer Feind. Haben wir nämlich plus 22. Territoriale Expansion minus 27. Ich möchte mal wissen, wodurch das jetzt zustande gekommen ist, dass es so negativ geworden ist. Missachtung von Abkommen. Ach ja, okay. Gut, verstehe. Ja, das macht Sinn. Das macht natürlich Sinn, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, gut, vielleicht hätte ich auch mit den Otomo, vielleicht hätte ich es einfach trotzdem angreifen sollen, auf das Geld verzichten sollen. Andererseits, ich brauche das Geld, ich brauche das Geld. Ich muss jetzt weitergehen, ich brauche das Geld, es tut mir leid, ich brauche das Geld. Ich war jung und brauchte das Geld, Hojo, du wirst es sicher verstehen. Hojo versteht es schon mal. Also zumindest für den Anfang. Takeda, weiß ich nicht, mal sehen, ob der es versteht. Versteht es auch. Date ist ja sowieso Krieg. Hachasukabe nervt tierisch ab. Das habe ich schon fast gedacht, dass der Hafen blockiert wird. Shit. Otomo macht nichts. Hatano zieht weiter gen Osten. Greift er an. Aber greift er nicht an, greift nicht an. Es kann aber sein, dass jetzt alle ihr Bündnis brechen. Das kann sein. Das ist natürlich schlecht. Allerdings haben sie gerade selber so viele Interessenskonflikte, dass das gar nicht mal... Schauen wir mal. Nur einer hat den Handel unterbrochen. Wer war das? Takeda. Warum hat Takeda den Handel unterbrochen? Wegen schlechten Beziehungen? Na, Namban-Handel will ich nicht. Schade, Takeda. Wirklich sehr schade. Aber ich glaube, das hängt hier mit den Flotten zusammen. Haha, Hojo hat sich wieder stabilisiert. Das ist ja cool. Imagawa ist ein bisschen besser geworden. Takeda ist ein bisschen schlechter. Gut, okay, das hängt dann mit dem Bündnisdings zusammen. Hier muss ich jetzt halt das... Ja, das ist auch wieder schlecht. Hojo ist komischerweise noch sehr, 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 sehr zuversichtlich mir gegenüber. Aber wahrscheinlich auch nur, weil er mit den... Oh, Imagawa hat er jetzt sogar Krieg. Oh, wow. Na, Hojo ist halt nicht sehr stark. Aber finde ich cool, dass wenigstens er doch zu mir hält. interessant. Okay. Jetzt habe ich nämlich zum Teil... Ja, das ist jetzt echt blöd. Zum Teil habe ich nämlich Minuseinkommen. Zum Glück habe ich hier jetzt... kann ich das schon mal fixen. Das ist okay. Hm.
Okay, der Markt ist fertig. Dann kann ich gleich hier die Reisbörse bauen. Den Metzger mache ich auch. Auf jeden Fall. Hier kann ich noch eine Handelsgilde bauen. Ja. Wenn ich jetzt hier natürlich das Handelsabkommen unterbreche, verliere ich auch ganz schön was. Oh, hier habe ich minus 1. Dann natürlich ist auch schlecht. Ah, das gleicht sich hiermit nicht so ganz aus. Ja, weil ich hier die Fester war. Shit, naja, gut. Jetzt könnte ich eigentlich nochmal eine Runde abwarten. Na, die Beziehungen werden sich nur noch verschlechtern. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Bisschen mehr Zeit brauche ich. Kriege ich von denen vielleicht noch ein bisschen was? Zu sagen? Lohnt es sich für mich, euch anzuhören? Wahrscheinlich wieder nur 1000, ne? Ja, das ist ein bisschen wenig. Tee kann ich euch nicht anbieten. Der ist für Freunde. Sagt, was ihr zu sagen habt. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Nee. Den Frieden zu machen mit den Freunden. Mit den Feinden des Feindes Frieden zu schließen. Oder mit dem des potenziellen Feindes, wenn ich so schlau. So auch hier. Er hätte hier keinen gemeinsamen Feind mehr. Das hat sich tatsächlich verbessert hier. Aber auch nur ansatzweise. Ich darf jetzt halt auch nicht so viele Fauxpas mehr erlauben. Jetzt hasst mich der ganze Osten, ist das geil. Außer Hojo, ey, wirklich. Ey, wirklich, ganz ehrlich mal, das verstehe ich nicht so ganz. Sprecht, wenn es sein muss. Aber seid. Dass die überhaupt noch das Bündnis behalten, verstehe ich nicht. Die müssen es selber brechen. Selber. Naja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier das, was ich haben wollte. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Hier, super. Jetzt kann ich es leider nur nicht rekrutieren. Toll, ist das geil. Ach, Mann, ey, ist nervig. Was bringt mir denn das, wenn ich es nicht rekrutieren kann? Ich muss die Otomo jetzt halt, muss ich jetzt halt machen. Weil, tja, geht nicht anders. Muss ich leider sagen. Wie weit komme ich da eigentlich? Komme ich da überhaupt in Reinforcement Range? Shit, das könnte gar nicht... Ich weiß, dass es auf einmal gar nicht geht. Jawohl. Vielleicht soll ich eine Runde nochmal abwarten. Wobei das mich jetzt echt in den Bankrott schmeißen könnte. Wieder mal. Das ist natürlich auch recht nervig. Das habe ich schon nicht so gute Ehre. Alle feindlich bis auf Hojo. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das macht nicht so ganz Sinn, finde ich. Das macht nicht so ganz Sinn. Und hier bei den ehemaligen Feinden könnte ich sowieso noch versuchen, ein bisschen da Frieden zu schließen. Es wird vielleicht auch ein... gemeinsamer Feind. Bündnis mit dem Feind müsste aber auch... Bündnis gebrochen. Bündnis... klar nicht respektiert. Bündnis mit dem Feind wird hier aber nicht angeprangert, komischerweise. Kriegserklärung. Ach, die verfügen ja auch noch über Zugang. Stimmt ja. Stimmt ja. Diese blöde Missachtung von Abkommen. Es geht mir mal so auf die Nerven, dass das so übel geahndet wird. Das kannst du gar nicht kontrollieren, wirklich. Okay, also Fakt ist, ich habe nur noch die Hojo als Freunde. Und ansonsten habe ich eigentlich mit jedem hier Ärger, auch wenn es noch nicht
endgültig ist. Ich denke mal, ich werde doch versuchen, die Handelsabkommen noch ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ich denke, wir werden Folgendes jetzt tun. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Idee. Wir werden jetzt die Otomo doch nicht angreifen. Das, nee, das lassen wir lieber mal. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Einkommensgeschichten hier verlieren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das hier alles ausbauen. Was wir ja auf jeden Fall geplant haben. Also das wird auf jeden Fall durchgeführt. Hier schicke ich auf jeden Fall mal 4 zurück. Ich glaube nicht, dass die Otomo mich jetzt angreifen. Das wäre ziemlich stupide von denen. Dann brechen sie ja das Abkommen. Also insofern glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Perfekt. Jetzt hatte nur noch diese eine Geschichte. Also dann, okay, dann kann ich die Armee ja wieder zurückziehen. Dann kann ich hier auch wieder die Steuern reinhauen. Dann hätten wir Plus. Die Minus 1 Nahrung kann ich jetzt leider, glaube ich, nicht aufhalten. Es sei denn, ich breche unten den Festungsbau ab. Das könnte ich natürlich tun. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ich weiß gar nicht, den Festungsbau brauche ich gar nicht. Nee, breche ich ab. Mache ich hier lieber jetzt meine ersten 4 Super-Katanas. Nee, danke, das wollte ich nicht. Ich wollte hier reingucken. Ja, genau. Dann gucke ich gleich mal, wo ich nochmal Einheiten abrekrutieren kann, die ich nicht mehr brauche. Die können weg. Und die können auch weg. Die bleiben besser noch dort. Wo können noch Einheiten weg? Hier könnten, mal sehen, na, das, nicht, dass das ansteigt. Ja gut, wenn ich dann hier einen Mönch reinsetze, wäre das okay. Dann könnte ich auf jeden Fall die wegmachen. Die beiden auch. Das ist nicht so viel, aber ein bisschen was kriegen wir dadurch noch zusammen. Okay, wenn ich einen Mönch da hinsetze, passt das ja. Hier kann ich... Achso, hier hatte ich ja auch noch ein paar rekrutiert. Gut, dann lasse ich das weg. Wird das schlechter? Ja, okay, dann ist ja gut, dass ich welche rekrutiert habe. Hier darf ich jetzt keine abrekrutieren wegen der Nähe zum Feind. Ist halt blöd, so Kuschis irgendwie. Puh. Ziemlich nervig. Gerade, so bringt's mir gar nichts. Oh, hat er ein paar abrekrutiert kann. Oder paar weggenommen, sieht das? Ja, könnte sein. Ihn soll ich mal im Auge behalten. Ah ja, hier hatten wir noch die Hafenblockade, die bringt natürlich auch viel Negatives ein. Die heben wir jetzt am besten mal auf. Perfekt. Ah ja, okay, das war hier der Knoten, nämlich im Gebälk, kann man sagen. Das eine Schiff ist natürlich jetzt beschädigt. Ich könnte auch nur mit dem hier machen. Komme ich dann Reinforcement Range? Ja. Perfekt. Repariere ich die alle wieder mal?